Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den NYX 24-Tage-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der eher lippenlastige Adventskalender von NYX und er hat nur in Anführungsstrichen 24 Kläppchen anstatt von der anderen Variante, die 31 Kläppchen hat. Ist aber teurer, glaube ich. Ich bin mega verwirrt, jedes Jahr aufs Neue verwirrt NYX mich damit. Und so schaut der aus, ist super leicht und klein und so, ne? Aber wenn man den aufklappt, finde ich den eigentlich ganz hübsch. Wir haben hier wieder dieses lüsternde Mundgedönsen und ein Stern und alles ist so ein bisschen Hardcore unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob auch die Farben etwas Hardcore-mäßiger sein werden. Die Nummer 1 startet relativ zurückhaltend, aber doch irgendwie aufregend mit einem Buttergloss oder Buttergloss mit 4,7 Millilitern. Das ist die Farbe Pralin oder Praline und ich finde die Farbe schön. Die ist alltagstauglich, aber gleichzeitig ein bisschen zurückhaltend. Ich mag auch die Butterglosse von NYX sehr gerne, weil sie nicht nur ein bisschen Farbabgabe haben und dieses leicht glossige, als auch so ein bisschen was Pflegendes mit dabei und das mag ich ganz gerne. In der Nummer 2 haben wir ein gepresstes Pigment drin, was ich persönlich als Blush bezeichnen würde, jedenfalls von der Farbe her. Da sind 1,7 Gramm drin und das ist Utopia Soft Pink. Schaut so aus und ich würde es jetzt nicht als Lidschatten bezeichnen, sondern wirklich als Blush. Und von NYX gibt es gar nicht so viele Blushes und deswegen finde ich das mega geil gerade. Ebenso aufregend geht es weiter mit der Nummer 3 und zwar haben wir hier ein HD Studio Photogenic, eine Eyeshadow Base mit 4,7 Millilitern. Die habe ich auch schon da und die mag ich auch gerne leiden. Also das ist ein gutes Produkt, also ne, außergewöhnlich in einem Adventskalender. Auch die Nummer 4 schließt daran an, also richtig cool. Born to Glow Liquid Illuminator, also ein flüssiger Highlighter. 6 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist die Farbe Sunbeam. Das ist die etwas hellere Variante von diesem Liquid Highlighter. Da gibt es auch noch andere Versionen von und das ist meine Farbe. Am Tag vor Nikolaus erwartet uns eine Soft Matte Lip Cream, so. 4,7 Milliliter sind hier drin und das ist die Farbe Leon. Das ist eine schöne Farbe, mag ich wirklich. Also irgendwie zurückhaltend bislang, ne, von den Farben her, nicht so kabam. Es ist sehr basic, sehr neutral, aber schön. Zu Nikolaus erwartet uns ein weiteres gepresstes Pigment mit 1,7 Gramm Utopia Rose Gold. Das würde ich aber wirklich als Lidschatten dann ansehen, ne? Weil das ist auch so ein richtiges Schimmerprodukt. Jo, ein Mono-Lidschatten. In der Nummer 7 erwartet uns unser weiterer Buttergloss, ebenfalls eine sehr entspannte Farbe, aber irgendwie ein bisschen aufregend, weil so braun, 4,7 Milliliter von der Farbe Cinnamon Roll. Sehr süß, Zimtrolle, ne? Das ist ja ein schönes, für mich Schokobraun. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir auch wieder ein gepresstes Pigment mit 1,7 Gramm drin. Brown Shimmer Utopia ist hier die Farbbezeichnung. Das ist auch eher zurückhaltend, aber schön. Also das kann man sich auch schön im Außenwinkel hier so aufgeben, um das ganze Augengeschichtengedünsen noch ein bisschen zu vertiefen. Eine schöne Farbe. In der Nummer 9 haben wir wieder ein Buttergloss drin und der ist so von der Farbe her Leberwurst. Ne? 4,7 Milliliter Fortune Cookie haben wir hier drin, also ein Glückskeks. Ja, ich weiß nicht, was diese Farbe mit Glückskeks zu tun haben soll. Ich, wie gesagt, ne, finde, das ist so Leberwurstfarben, aber irgendwie schön. In der Nummer 10 erwartet uns unser zweiter Liquid Illuminator mit 6 Millilitern. Das hier ist jetzt die etwas dunklere Farbe Gleam. Ja. Und ich finde auch, dass, also das ist ja eine Mini-Größe von der Full-Size, ne? Aber ich finde, man braucht davon eigentlich keine größere Größe, weil es dauert ewig und 3 Tage, bis man sowas aufgebraucht hat. In der 11 erwartet uns unsere zweite Soft Matte Lip Cream. Ich kann es nicht aussprechen. 4,7 Milliliter haben wir hier von der Farbe Abu Dhabi drin. Also auch eine schöne Nude-Farbe. Ich muss aber gestehen, mittlerweile häufen sich diese ganzen Nude-Farben extrem. Zur Halbzeit erwartet uns in der Nummer 12 ein weiteres gepresstes Pigment, Utopia Gold. Hier steht tatsächlich sogar Eyeshadow drauf und da sind 1,7 Gramm drin enthalten. Das passt zum Adventskalender, ne? Weil in der Weihnachtszeit ist alles irgendwie so rot, gold oder silber, türkis, je nachdem wie man es halt so gerne hat, ne? Passt, ist schön. Mit der Nummer 13 kommen wir so langsam in die etwas intensivere Farbrichtung. Das ist eine Soft Matte Lip Cream. Mit 4,7 Millilitern in der Farbe Monte Carlo. Das ist so ein wunderschönes Weinrot. Tolle, intensive Farbe.
In der Nummer 14 haben wir einfach mal einen Primer drin, läuft. Porefiller, 6 ml haben wir hier drin und das ist einfach dafür da, um ein ebenmäßiges Hautbild zu geben, um die Poren zu verfeinern und alles so fein aussehen zu lassen. Für mich mit einer echt trockenen Haut ist es eher weniger geeignet, weil dann alles etwas eher crusty aussieht und die meistens eher trocken vom Finish her sind, ne? Aber wow! In der Nummer 15 haben wir ein Puder drin, was ich auch schon da haben müsste eigentlich aus dem letzten Adventskalender, das HD Finishing Powder mit 3,3 Gramm. Ja, das ist dieses hier, ist translucent und soll in dem Sinne ja eigentlich nicht weißeln. Soweit ich mich erinnern kann, weißelt es aber doch ein kleines bisschen. In der 16 befindet sich eine weitere Soft Matte Lip Cream, aber dieses Mal ein bisschen dunkler. Die ist mit 4,7 ml in der Farbe Budapest. Also ja, das ist ein eher Bärenton, würde ich dazu sagen. Ausgleichend dazu befindet sich in der Nummer 17 ein Buttergloss mit 4,7 ml in der Farbe Tiramisu. Den habe ich auch da und auch sehr, sehr gerne in Anwendung. Eine wunderschöne Farbe, die sehr natürlich aussieht. Ich glaube, den habe ich sogar hier liegen. Den hatte ich heute nämlich bei einem anderen Video mit drauf gemacht. Ja, tatsächlich, ne? Den habe ich hier auch liegen aus dem letzten Adventskalender. Heißt, wir hatten das letztes Jahr auch schon im Adventskalender drin, ne? Ist eine tolle Farbe, mag ich gerne. Am 18. Dezember wird die Weihnachtswoche eröffnet und der Endspurt beginnt. This is Everything, ein Lippenöl mit 4,7 ml haben wir in der Farbe Sheer hier drin enthalten. Das ist eher zur Lippenpflege, hinterlässt aber auch ein ganz leichtes Glossy Finish. In der Nummer 19 wird es mal ein bisschen bunter. Hier haben wir ein Purple Shimmer Press Pigment mit 1,7 Gramm, was halt wirklich so lila-blau, also richtig, richtig cool ist. Also das mag ich gerne leiden. Ist ein schöner Abendton und wow, mega. Weiter geht es mit der Nummer 20 und einem weiteren Buttergloss in 4,7 ml. Die Farbe Butterscotch, auch eine richtig geile My Lips But Better Farbe. Also total schön, da sieht man ein bisschen mit aus, als hätte man gerade so ein bisschen Schokolade gegessen. Die Nummer 21 versteckt eine Soft Matte Lip Cream in 4,7 ml und die Farbe Stockholm. Das ist auch so eine ganz klassische Farbe, eine schöne helle Farbe, ein schönes, perfektes Nude, würde ich fast schon dazu sagen. Ist klasse. Ganz schön viele Monolidschatten und so hier drin, ne? In der 22 haben wir ein weiteres Press Pigment in Dark Purple Utopia, 1,7 Gramm und das ist eine matte Farbe. Die passt wunderschön zu dem, was wir eben hatten, mit diesem Schimmer auch mit dabei und auch zu dem Gold. Richtig, richtig toll. Würde ich Monolidschatten verwenden, es wäre das Paradies für mich. Oha, die Nummer 23 will es wissen, Leute. Hier haben wir eine Soft Matte Lip Cream mit 4,7 ml in der Farbe Kopenhagen drin. Wow, also das ist so ein ganz, ganz, ganz dunkelroter Ton. Ist mir persönlich sogar ein Stückchen zu hart. In der 24 würde man jetzt irgendwie eine Full Size oder irgendwas Spektakuläres erwarten. Nö. Da sagt er nichts, Adventskalender. Leider nein, leider gar nicht. Buttergloss, 4,7 ml in der Farbe Brownie Drip. Okay, ja. Yay. Okay, ja. Komische 24, oder? Das ist ja nur gewesen, der 24-Türchen-Adventskalender von NYX. Also 54,95 bezahlt man dafür, bekommt eigentlich schon eine relativ breite Auswahl. Also wir haben hier Butterglosse, Soft Matte Lip Creams, Puder, Highlighter, Blush würde ich sagen, haben wir auch drin, Lippenpflege, Monolidschatten und sowas alles mit dabei. Also theoretisch ist es eigentlich ein ganz interessanter Inhalt. Ich persönlich würde aber schon sagen, dass der relativ öde ist, oder? Also ich finde den jetzt nicht so mega spektakulär. Da hätte ich mir lieber für die 54,95 eben die Produkte in Full Size geholt, wo ich Bock drauf gehabt hätte. Ja, ne? Ist, ja, schwierig. Wirklich schwierig. Wobei ich halt auch sagen muss, durch die NYX Adventskalender vom letzten Jahr habe ich super viele Produkte kennengelernt, die ich echt toll finde, ne? So wie die Butterglosse zum Beispiel. Aber ich finde den jetzt nicht so spektakulär und gerade wenn man halt in der 6 und in der 24 echt nichts Aufregendes drin hat, ne? Ich, ja, keine Ahnung, was ich jetzt mir gewünscht hätte, aber irgendwie hätte man für das Geld echt mehr verlangen können, meiner Meinung nach. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Infobox, genau. Schwierig, Leute. In die Kommentare rein. Und dann können wir uns gerne mal austauschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir.
Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!